Ja, hallo, herzlich willkommen bei HEZ in Video auf heinzschmitz.org. Ich stehe jetzt hier mit Papier und einem Kuli. Sowas nimmt man schon mal mit, wenn man unterwegs ist und Notizen machen will. Aber die sind dann eben nur auf Papier. Gut, man kann sie hinterher kopieren oder scannen und hat sie dann im Rechner. Vielleicht geht das aber auch einfacher. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut. Und wenn wir jetzt mal, wie wir das so oft machen, in unser Regal schauen, finden wir da eine blaue Box von Staedtler, und zwar den Digitalisierstift. Es gibt zwei Versionen, das hier ist die etwas ältere Version, die habe ich mir mal besorgt. So, und wenn wir den aufmachen, finden wir da drin im Prinzip eine wunderschöne silberne Schachtel und zwei CDs. CDs braucht man, um die Software zu installieren, das sehen wir aber gleich noch. Ich tue die erstmal wieder rein und tue die Schachtel mal weg. In unserer silbernen Box, wenn wir von oben mal schauen, sehen wir das geheimnisvolle Innenleben. Ich kann es auch mal in der Handkamera versuchen zu erwischen. Das hier ist ein, tja, das ist der Sender und Empfänger, sehen wir gleich. Und ein Stift ist da drin. Wir schauen uns das mal an. Der Sender hier, oder der Empfänger beziehungsweise, der wird nachher ans Papier geklipst und damit wird dann die Position des Stiftes erfasst. Und zwar sind hier, so sieht aus wie Kühlrippen, da sind zwei Ultraschallempfänger drin. Dazu gleich ein bisschen mehr. Denn hier haben wir den Stift, der sieht aus wie ein normaler Kuli, wir können ihn auch aufmachen, er hat vorne eine Schreibspitze, die sich allerdings ein wenig von normalen Schreibspitzen unterscheidet. Sieht ein bisschen breiter aus, und zwar ist hier ein Ultraschall- und ein Infrarotsender drin. Die ganze Funktion erkläre ich jetzt gleich noch. Dann ist noch ein USB-Kabel drin und mehr brauchen wir im Moment von der Schachtel nicht. Denn jetzt haben wir alles zusammen, um in der Lage zu sein, unsere Digitalisiervorrichtungen, denn mehr ist das ja nicht, in Betrieb zu nehmen. Was man dazu macht, ist relativ ganz einfach. Man nimmt hier diesen kleinen Empfänger und klipst ihn oben an das Papier ran. Möglichst gerade, möglichst zentriert, damit man eine gute Ausleuchtung der Fläche hat. So, und schon ist unser System fast aufnahmebereit. Ich muss es dazu nur noch einschalten, das dauert einen kleinen Moment. Und dann steht auf dem Display jetzt in dem Falle eine 2, weil ich schon ein paar Seiten vordigitalisiert habe. Wenn ich jetzt hergehe und nehme den Stift und schreibe damit, ganz normal, beziehungsweise ich male jetzt mal was, das habe ich eben schon mal testweise gemacht, und zwar ein einfaches Gesicht. Also einen Kreis, nehme die beiden Augen, die Nase, Mund und vielleicht geben wir eben noch ein paar Haare. So, damit wäre das Gesicht gemalt. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen sehen kann. Ich kann es mal versuchen, mit der Handkamera einzufangen. Das ist also das Gesicht, das ich gemalt habe. Hier ist die 2. Und wenn ich jetzt noch etwas dazu male, ich male mal zwei Augenbrauen dazu, dann sieht man, dass der auf dem Display so ein Stiftsymbol ist. Und das kommt immer dann, wenn die Mine gedrückt ist. Das ist allerdings auch der Schwachpunkt dabei. Da das mit Infrarot geht, haben wir hier bei der Beleuchtung für die Videos ein bisschen Probleme. Ich kann auch noch ein bisschen was schreiben. Das berühmte Hallo Welt. Wobei ich dazu sagen muss, meine Schrift ist wahrscheinlich nicht lesbar. So, mach den Stift zu. Ich mache das Gerät, ich schalte hier den Empfänger einfach aus. Nehme ihn mit. So, könnte jetzt hiermit irgendwo hingehen, zum nächsten Blatt, zum nächsten Block. Könnte ihn dort wieder installieren und weiterschreiben. Bis zu 100 Seiten kann man hiermit digitalisieren. Gut, wir haben jetzt hier 3 Seiten drin. Wenn ich das jetzt aber auslesen will, brauche ich auch nicht viel zu machen. Ich nehme einfach ein USB-Kabel, stecke es hier hinten ein. Und jetzt passieren 2 Sachen. Zum einen wird der Akku geladen, der hier drin ist. Also der hier hat einen Akku. Der Stift, ich versuche das mal hier zu zeigen, hat hier hinten 2 Knopfzellen drin, um den Ultraschallsender zu füttern. Denn was passiert? Die Orientierung ist, wenn das Gerät angeklipst ist, ich kann es ruhig ja mal wieder anklipsen, und ich bewege ihn, dann wird die Position ermittelt durch die Laufzeitdifferenzen dieser beiden Ultraschallempfänger, die ja hier in dem Empfängerteil drin sind. So, damit kann man also die Stiftposition und die Gedrücktposition eben, wie gesagt, über Infrarot ermitteln. Wenn ich das jetzt hier angeschlossen habe, und wir schauen mal auf den Bildschirm, gibt es hier diesen Mobile Note Taker. So, ich hätte ihn auch vorher schon starten können. Und er sagt jetzt hier unten, Gerät erfolgreich erkannt. Das heißt, er hat also diese Empfänger
hat er erkannt. Und hier oben ist das Refresh-Symbol und er zählt, er liest jetzt die Seiten, die schon hier drin sind, aus. Hier die Seite 1 ist fast leer, hier ist schon mal zweimal Hallo Welt drauf. Wir schauen uns das mal an, wir können uns das gleich mal anschauen. Und dann fragt er mich, möchten Sie Notizen auf dem Gerät löschen, möchten Sie den Ursprungszustand versetzen? Ich sage jetzt einfach mal nein, ich lasse sie mal drauf. So, jetzt habe ich hier diese einzelnen Seiten. Die kann ich natürlich abspeichern oder kann sie exportieren, zum Beispiel als JPEG exportieren. Na, besser vielleicht die Seite 3 exportieren. Moment, wir sollen sie alle drei vielleicht mal nehmen und exportieren als JPEG. Und zwar nehmen wir das Bilderverzeichnis. Na, komm. Aber das Bilderverzeichnis ist wahrscheinlich sehr groß. Und wir nennen das jetzt hier einfach Bilder. So, jetzt sind die Daten erfolgreich exportiert und man könnte sie sich eben im Viewer ansehen. Schauen mal, ob wir die hier haben. Da sind Bilder 0. Auf der Seite 0 wird nicht viel drauf sein. Das war nur eine Testseite. Hier die Seite 1. Na, der will nicht so, wie ich will. Da ist er. Den will ich haben. So. Also hier kann ich das, was ich soeben gezeichnet habe, auf dem Bildschirm sehen. Das war nicht den, das war mein Test. Denn unser hatte oben die Haare und das Hallo Welt und hier oben noch so ein Haken. Das waren die Demo-Sachen, die ich gemacht habe. Und die beiden Augenbrauen. Wobei man sieht, die eine Augenbrauen ist nicht ganz durchgezogen. Da hat denn unser Infrarot ein bisschen Ärger gemacht. Die Seite ist so begrenzt in dem Form, wo ich mit dem Stift war, wo ich also meine Moves und meine Draws ausgeführt habe. Also das ist einmal die Möglichkeit, das Ganze einfach zu dokumentieren. Dann gibt es noch eine Sache, wenn man selber schreibt und eine recht gute Handschrift hat, dann kann man auch den Text erkennen lassen. Wir wollen mal sehen, ob er die Hallo Welt erkennt. Ich sage jetzt einfach, das habe ich jetzt nur vergrößert, ich sage jetzt einfach, das in Text umwandeln. Dann wird das MyScript Studio eröffnet, geöffnet und die Seite wird dahin übertragen. Nehmen wir jetzt mal nur die aktuelle Seite und schauen mal, was er denn da macht. Und wenn Sie jetzt hier auf dem Bildschirm schauen, da sehen Sie natürlich die Zeichnung hier oben. Die hat er natürlich nicht erkannt, aber selbst mein, sehr abenteuerlich geschriebenes Hallo Welt ist erkannt worden. Also wenn man einigermaßen deutliche Handschrift hat, dann erkennt er es. Das Programm ist auch so, dieses MyScript Studio ist so eingerichtet, dass es mit der Zeit lernt, die Handschrift lernt des Schreibenden. Und somit kann man denn auch damit relativ einfach irgendwann mal Texte erfassen. Also man nimmt einfach seinen kleinen Empfänger mit, man nimmt seinen Stift mit, setzt sich irgendwo hin, hat einen Block, klipst es auf, schreibt runter, nicht zu schnell, geht dann nach Hause, schließt das Gerät an und schon kann man auch den Text interpretieren. Den kann man natürlich jetzt abspeichern, entweder in dem eigenen Notes-Format, das wäre ganz einfach hier, oder man macht es mit Copy-Paste, man macht es mit Copy-Paste und kann es dann in Word oder in irgendeine andere Textverarbeitung übertragen. Das ist die Offline-Version, nur die halbe Offline-Version. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich stelle jetzt direkt das Gerät in den Skriptmodus im Note-Taker ein. Und wenn ich denn anfange zu schreiben, jetzt schreibe ich einfach mal über unser Gesicht rüber, dann sehen Sie, dass er hier direkt auf dem Bildschirm, wenn er denn das erkennt, wenn er nicht allzu sehr abgelenkt ist, er beträgt es direkt auf dem Bildschirm. Ich versuche mal zu schreiben. Der Text ist nicht sehr sinnvoll, das ist ein Stift. Und auch die kann ich jetzt wieder ins Studio übertragen und kann sie in einen Text umwandeln lassen. Das müsste man jetzt hier oben machen, hier sagen Texterkennung. Und mal schauen, was er daraus macht. Also das ist ein Stift, hat er, wenn man auf dem Bildschirm sieht, erkannt.
Das ist also eine Möglichkeit. Wir nehmen den mal wieder ab. Man kann ihn übrigens auch im Mausmodus fahren lassen. Damit habe ich allerdings keine allzu guten Erfahrungen gemacht. Da bleibt man besser bei der Maus. Das ist auch eine Gewohnheitssache. Man könnte also dann den Stift als Maus nehmen. Wie gesagt, habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. So, man hat also hier ein kleines Gerät, das man mitnehmen kann. Mit dem kann man bis zu 100 Seiten erfassen. Es hat technische Einschränkungen. Es hat, wenn man eine sehr starke Beleuchtung hat, wenn es zu viel Infrarot in der Welt ist, ist es schlecht zu sehen. Wenn es Ultraschallstörungen sind, wird man sicherlich Probleme kriegen. Aber ansonsten ist es eine einfache Möglichkeit, Texte direkt zu digitalisieren und in einer so kompakten Form mitzunehmen, denn das ist kleiner als 100 Seiten. Und es ist ja so, auf Papier schreiben ist für den Menschen einfacher, als wenn man das mit dem Tablet oder dem Smartphone macht. Natürlich geht da sowas mit dem Tablet, da gibt es ja Erfassungsprogramme für. Aber auf Papier, hat man denn das Papier direkt, die Kopie vor sich, von der Haptik her ist man es gewohnt und hinterher hat man es eben in diesem kleinen Speicher bis zu 100 Seiten, die man dann mit nach Hause nehmen kann, auswerten kann, eine Schrifterkennung drüber laufen kann und schon hat man das Dokument eventuell in Word oder sonst irgendwo drum, also seine Notizen in Word drin oder in einem anderen Programm. So, das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Der Digitalisierstift von Staedtler, das ist wie gesagt die ältere Version, es gibt eine neuere, die soll technisch etwas besser sein, aber das können Sie ja selber ausprobieren. Das liegt hier ungefähr bei 60, 70 Euro, das ist die Grundversion mit der Software zusammen. Ich finde es ein nettes Spielzeug, deswegen habe ich mir das mal gekauft und mal ein bisschen rumgespielt. So, schönen Dank, dass Sie dabei waren, einen wunderschönen Tag noch und auf Wiedersehen hier auf heinzschmitz.org.